Ja, soeben habe ich die Kunstlederteile vom Schneider abgeholt. So bekomme ich sie dann wieder. Hier oben hat er mir ein Gummi eingenäht im Rücken. Dort hinten. Und eben halt die Linien hier hat er mir genäht. Weil die Original ja nun auch so bei der Originalverkleidung auch so sind, so angeordnet sind. So, das versuche ich jetzt mal auf die Carbon-Verkleidung aufzubringen. Hier im hinteren Bereich. Hupsa. Ich glaube, so rum gehören. Ich muss mal gucken. Nee, andersrum gehören. Das müsste dann dahin gehören. So. So. Irgendwie so. Ja. Ja. So. 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 Mal gucken, wie ich das hier am besten noch befestige. Da muss ich mir jetzt mal kurz ein bisschen Gedanken drüber machen. So, jetzt geht es zum Schneider, mein Vertrauen. Ich mache mir natürlich im Vorwege Gedanken, wie ich sie befestigen kann, die Sachen, oder zu Ende führen kann. Deswegen lasse ich sie ja auch so nähen. Aber ich habe das ja noch nie ausprobiert. Also ich habe es nicht ausprobiert, ich habe es nicht vorbereitet, weil ich das ja mit dem Gummi nicht so richtig einschätzen konnte und so weiter. So, also hier hinten ist klar, das wird es umgelegt und von hinten befestigt. So, und hier vorne habe ich mir gedacht, nehme ich ein Flacheisen, wickel praktisch, ja, muss ich mal gucken, wie ich das jetzt enden lasse, so rum. Genauso wie die Linien wahrscheinlich, oder? Ja, ich habe das ziemlich kurz gemacht, also war das wohl so geplant. Weiß ich jetzt auch schon nicht mehr. So, und da werde ich natürlich das Eisen rumwickeln, so. Werde es da einkleben, zack, so, so. Und kann das jetzt, wenn ich es aufklappe, kann ich es ja hier festschrauben oder nieten. Ja, irgendwie befestigen. Weiß ich schon wieder nicht so genau. Muss ich gucken. Auf jeden Fall so befestigen. Eine Verkleidung. Dann ziehe ich es nach hinten. Und dann werde ich es dort hinten befestigen. Ja. Also es kriegt so ein bisschen den Touch einer originalen Türverkleidung. Hat natürlich überhaupt nichts mit der originalen zu tun, weil ich hier Carbon verwende. Und außerdem ist dann hier vorne noch der Lautsprecher. Und deswegen kann ich es nicht durchgehen lassen. So, ja. Und mal gucken, wie ich das jetzt hinkriege. Ich habe jetzt die beiden Bleche schon mal zugeschnitten. Und jetzt suche ich eigentlich so Nieten. Ich habe das im Kopf, aber früher kenne ich das von den Bremsbelägen hinten. Die wurden mit so Hohlnieten festgenietet. Und ich bin der Meinung, ich hatte da mal so einen Satz von früher aufbewahrt. Aber ich weiß nicht wo. Hier, da sagst du was. Guck mal. Guck mal. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das tatsächlich die sind. Das sind so. Das waren. Scheiße. Wo ist die? Das ist. Ja, das ist. Das hier sind Messingnieten. Die sind aber auch gut dafür. Mal gucken, sind die gleichen da. Jetzt muss ich noch die Stärke von dem. So eine Türverkleidung. Das wird, glaube ich, eng. Also. Die Schiene. Plus Verkleidung. Das ist ein. Nee, ich glaube, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Ich guck mal, ob ich noch was Besseres finde. Aber schade, ja, schade. Das ist schade. Was habe ich hier? Aber die sind ja noch kürzer. Das sind diese Ringösen. Die man in die Plane reinmachen kann und sowas. In Stoffe. Nee, das ist noch kürzer. What's that? What's that? Na, die sind auf jeden Fall lang genug.
Die sind auf jeden Fall lang genug. Das sind diese Aluniten mit dem Linsenkopf, mit dem Halbrundkopf. Alu, und die habe ich auch noch im Kupfer. Im Kupfer. Mal gucken. Aber ich brauche die ja nicht. Die müssen, sind ja nicht sichtbar. Also kann ich die mal. Die probiere ich mal. Davon nehme ich mir mal 3 Stück pro Blech, damit sie auch der Stoff da nicht rausziehen kann. Ich werde ihn noch mal zwar noch verkleben, aber naja, doppelt ist besser. So, wunderbar, passt. Alleine ist das ein bisschen schwierig, aber es lässt sich nicht ändern. So, der ist ein bisschen. So, jetzt hinten die Löcher auf den Stoff aufzeichnen, damit ich in den Stoff die Löcher rein machen kann. Der obere gefällt mir, ne? So. So. Die werde ich jetzt aufstanzen. Umgelegt, hier hinten befestigt, der muss noch mit drunter, so sieht das denn ungefähr nachher aus. So, ein bisschen Dicky auftragen, das trocknen lassen und dann werde ich die Leiste da drauf kleben.
mit Festkleben. So. Das lassen wir jetzt noch mit trocknen. Und dann können wir die lackieren. Schon alles vorbereitet hier. Schnell mal abgeklebt. Improvisiert, sehr stark improvisiert hier wieder. Aber wir kennen das ja nicht anders. Das lässt sich ja nicht ändern. Ich kann ja nicht immer, ne, so eine Riesenhalle habe ich ja leider nicht. Aber es geht ja auch darum zu zeigen, dass man das in so einer kleinen Hütte auch irgendwie hinkriegt. Ist sehr, sehr kompliziert, umständlich, aber es funktioniert. So, jetzt muss ich zusehen, dass ich hier meine, zum Beispiel meine Schweißschirme abdecke. Meine Schutzschirme. Und weil, wenn ich jetzt lackiere, ich meine, es ist nur Chlorlack, aber trotzdem. Alles ist nachher voll von diesem Zeug. Gut. So, die Platte ist jetzt fest verklebt. Mit dem Stoff oder der Stoff mit der Platte. Und jetzt werde ich die Platte vernieten. Zack, zack, zack. Alle passen. Ich habe mir hier so eine Aufnahme gebaut, wo der Linsenkopf genau reinpasst. Und dann brauche ich nur noch von oben zu prügeln. Oh, das war daneben. Wo ist er denn? Da. So sieht das nun von hinten gut. Schön flach, stirnig. Und von vorn sieht das so gut. Sehr schön. So, jetzt schneide ich den überflüssigen Kram hier weg. Und dann ziehen wir den hier rüber. Kleben hier drüben fest. Und dann befestigen wir hier unten die Schiene. So, dann mal gucken, dass wir auch den nicht so doll ziehen. So einen kleinen Bogen hat er, das ist schön. Das gefällt mir. So. Ich habe kurz aus so einem Alublech eine Leiste, zwei Leisten gebaut, die ich doch unten an dem Kunststoff anbringen werde erstmal. Eine habe ich jetzt schon mal in Gold lackiert, weil goldene Felgen, goldene Streifen, innen drin auch Applikationen in Gold.
Vielleicht sieht das aus, keine Ahnung. Ich kann die Dinger immer noch umlackieren. Anfangs war gedacht, sie einfach in schwarz zu machen, dann fallen sie gar nicht auf. Aber diese werde ich vielleicht mal, man kann mal gucken hier, Aluminium kann man auch schön polieren. Aber ob das jetzt dazu passt, ich weiß es jetzt auch nicht genau. Wir müssen das mal sehen. Ich mache die jetzt erstmal sauber und dann lasse ich die in Aluminium pur, Natur. Dann habe ich eine Seite in Gold und eine Seite in Aluminium und dann kann ich beurteilen, wie es aussieht. Ja, moin! Ich habe einen neuen Kameraassistenten. Den wollt ihr euch mal vorstellen. Die sind jetzt zu zweit, die Jungs oder Mädels. Ich weiß noch nicht so recht, was ich damit machen soll. Aber ja, vielleicht ergibt sich ja noch mal was. Auf jeden Fall kann ich euch jetzt zeigen, was für ein Tüdelkram das ist, wenn man hier während der Arbeit die Kamera einstellen muss und umstellen und tun und dies und jenes. Ich glaube, da funktioniert das Bild noch nicht so richtig. Ne? Werde ich jetzt mal kontrollieren. Ich werfe mal kurz einen Blick drauf. Und ja, so sieht's aus. Und dann geht's weiter. Es geht gleich weiter. Dann muss ich das mal hier auf Stopp, sonst dreht er die ganze Zeit. So, das will ich nicht. Jetzt muss ich hier auf. So, wie ihr seht, muss ich das hier manuell machen. So, ich erstmal die Entfernung. Und jetzt muss ich das auch noch scharf stellen, so wie ihr gerade in den Aufnahmen erkannt habt. So, und das ist jetzt so eine Sache mit einer. Ohne Lesebrille, wie soll ich erkennen, dass das scharf ist, ne? Ich mach das mal so. So, jetzt habe ich die Entfernung der Kamera hinten scharf gestellt. Also wie gesagt, ich habe hier keinen Kontrollbildschirm, so wie es bei der Kamera da drüben sichtbar ist. Da kann ich nämlich, wenn ich dann arbeite, dann kann ich immer gucken, bin ich überhaupt im Bild oder arbeite ich jetzt hier? Das ist mir ja auch schon des Öfteren passiert. Und bei Arbeiten, die ich verrichte, die nicht wieder rückgängig gemacht werden können, ist das natürlich eine ganz, ganz doofe Sache. Ich kann jetzt nicht die Schweißnaht wieder auftrennen und nochmal von vorne anfangen. Das ist das Problem, wenn man jetzt alleine ist und diese ganze Sache alleine machen muss. Deswegen habe ich mir, nein, der macht ja auch nichts von alleine. Also der kann es ja auch nicht. Der kann ja nicht mal scharf stellen. Aber vielleicht kriege ich damit irgendwelche interessanten Aufnahmen hin, so habe ich mir gedacht. Also, ich bin jetzt umgezogen vom Fußboden hier auf die Werkbank. Ich habe die Werkbank nämlich jetzt gerade ein bisschen aufgeräumt. Das ist immer blöd hier, weil ich zwei Sachen zusammen gemacht habe. Ich habe einmal hier die Sitzschiene, das Alublech geflext, gebohrt und gefräst hier und was weiß ich, lackiert. Und deswegen sah das hier auf der Werkbank aus wie Sau. Jetzt habe ich die Platte soweit fertig, die bauen wir gleich ein. Können wir schon mal runterlegen. Jetzt kann ich hier oben ein bisschen arbeiten. Ich weiß, es sieht alles ein bisschen unprofessionell aus, wenn man da auf dem Fußboden arbeitet. Aber ich arbeite eigentlich mit solchen Sachen ganz gerne. Erstmal können sie flach liegen, ich habe mehr Platz als hier auf dem Tisch. Und vor allem kann mir das nicht so weit runterfallen. Also von hier, wenn mir irgendwas, ich bin ja dann ab und zu mal ein bisschen tollpatschig, dann fällt mir das irgendwie runter und ist kaputt oder zerkratzt oder sonst was. Deswegen arbeite ich bei solchen Sachen ganz gerne auf dem Fußboden auch mal. So, das haben wir jetzt über Nacht angeklebt. Das müsste eigentlich trocken sein, würde ich mal so vermuten, behaupten. Jetzt werde ich hier noch ein bisschen die Reste wegschneiden und werde die dann nochmal. Ja, von dieser Seite. Jetzt habe ich einen leichten Abdruck hier, der geht aber wieder weg. Sehr schön. Ja, jetzt mache ich die Schiene wieder drauf und dann können wir das auch demnächst gleich bald mal einbauen. Wo sind die Löcher? Wo sind die Löcher? Weg. Faszinierend. Weg sind sie. Oh, wie doof.
gibt es eins. Dann habe ich wenigstens schon mal einen Anfang. Das ist doch nicht zu fassen. Wo sind sie? Da. Da. Da ist eins. So. Das kommt dahin. So, dann müsste das nächste Jahr dann da sein, irgendwo, ne? Machen wir dich. So. Jetzt habe ich beide Seiten mit Taschen fertig. Jetzt können wir die Lautsprecher einbauen. So. Ich brauche noch. Das scheuert ein bisschen auf dieser Kante, deswegen habe ich hier noch einen Keder oben drauf gesetzt. Und jetzt dürfte da eigentlich nichts passieren. Das sieht ganz gut aus. Und so sieht es jetzt von innen aus. Nun kann der Lokari wieder vor. Und dann ist gut. Ja, drüben habe ich ja versucht zu kleben. Diese Dämmmatten. Auf die Tür Außenhaut zu kleben hat ja nicht funktioniert. Jetzt werde ich aber wenigstens die Löcher, die Aussparungen hier, das hatte ich ja drüben auch schon angefangen, aber dieses war einfach zu groß. Die Platten reißen dann, wenn sie hart werden. Deswegen, und dann fütter ich jetzt dieses große Loch mit ein paar Streben. Die werde ich einfach nur, die werde ich einfach nur mit einkleben. So. Muss man jetzt nicht so genau hingucken auf die Qualität dieser Geschichten. Da bin ich ja immer so unheimlich schmerzbefreit. Es muss funktionieren. So, da und da. So. Die klebe ich so mit drauf.
Ich habe gerade für mich so ein bisschen entschieden, dass diese blanken Schrauben nicht so richtig, nicht so richtig schick da reinpassen, finde ich jedenfalls. So, ihr seht schon mal hier, habe ich mal eine schwarz gemacht. Und ich glaube, das sieht besser aus. Ich bin mir nicht sicher, aber ich mache das jetzt mal. Mein Akku ist jetzt alle. Scheiße. So, und das ist das Coole, wenn man heutzutage mit der Zeit geht. Was geht man mit der Zeit? Herr Kiegern, laden kann ich auch. Ist das cool? Das ist cool. Jetzt. Ich musste nämlich erstmal suchen, welche Musik ich hier spielen kann, ohne einen auf den Sack zu kriegen, wegen der GEMA. Und deswegen habe ich mir mal die Musik, die kennt ihr wahrscheinlich schon aus den einigen Videos, die habe ich mir mal aufs Handy geladen. Und deswegen können wir das jetzt hier abspielen und einen Soundcheck machen. Also für mich reicht es vollkommen. Ich denke mal nicht, dass ich noch irgendwie mit Subwoofer und Verstärkeranlage hier noch hantieren werde. Ich glaube, das reicht. Man muss natürlich erstmal gucken, wenn der Motor läuft und ob ich dann von der Musik noch was höre. Aber das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ja, das war eine gute Idee, glaube ich. Eine gute Idee, ein guter Kauf. Da bereue ich jetzt im Moment gar nichts. Und das Radio kann ich jetzt in den Käfer auch noch mit einbauen. Da muss ich nur die Halterung noch einsetzen. Also, alles gut gegangen. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Grigutski.